Hallo meine Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich habe auf Instagram gesehen, dass jemand so ein Dekolicht gebastelt hat. Ich glaube, es war bei ihr zu Halloween und das fand ich so schön. Und da dachte ich, immer, du brauchst zu Weihnachten noch ein bisschen Deko am Tisch. Und da habe ich mir auch eine gebastelt. Meine sieht jetzt so aus. Die Größe von 10 x 10 cm. Hier steht einmal drauf, eine schöne Weihnachtszeit mit Kerzenlicht und Heiterkeit. Die Schneeflocken sind weiß embossed. Hier haben wir den Schlitten, da sind die Schneeflocken silber embossed. Hier auch nochmal in weiß, steht auch dasselbe drauf. Und hier einmal in Gold. Ja, meine Box sieht einmal so aus. Eben einmal richtig hinlegen. Sieht so jetzt aus und ich kann meine nutzen einmal für eine künstliche Kerze, ein künstliches Teelicht oder eben für eine echte. Also das wäre jetzt die Variante für das künstliche Teelicht. Ne, schöne Deckel drauf, da habe ich die Schneeflocken auch in Gold embossed. Und wenn ich jetzt hingehe und mir den abmache, dann kann ich auch eine echte Kerze brennen lassen. Ne, oben ein Loch eingemacht und da könnte ich jetzt auch ein erst echtes Kerzchen reinmachen. Ich habe hier den Deckel einmal mit Magnete befestigt. Zapp, schnüppelt das fest. Und jetzt könnte ich quasi entweder es einfach nur so hinstellen oder auch, man könnte das auch als, weiß ich nicht, Leckerbox nehmen oder so. Aber mir gefiel das richtig gut. Und so sieht das im Dunkeln aus mit einem künstlichen Teelicht. Ja, also mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ich werde auf jeden Fall noch eine basteln, weil ich habe einen großen Tisch und da passen da zwei drauf. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die Box gebastelt habe, dann werdet ihr das im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne kreative Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!